Detroit 1958. Auf einem Fließband der Plymouth-Werke erwacht das Böse. Christine. Sie erinnern sich. Christine ist ein knallroter 58er Plymouth Fury, die jeden tötet, der sich ihr in den Weg stellt. Der Roman von Gruselspezialist Stephen King, verfilmt von John Carpenter, war ein Muss für jeden Autofan. Doch sie denken, Christine ist nur Fiktion und die Geschichte nur ausgedacht? Falsch gedacht. Christine existiert wirklich. Ihre wilden Jahre in Hollywood sind natürlich vorbei. Heute lebt die Dame mit dem auffällig roten Lackkleid, zurückgezogen in der Schweiz und benimmt sich lammfromm. René und Renate Stadler haben ihr ein neues Zuhause gegeben. Renate sah den Film Christine im Kino und da war es um sie geschehen. So ein Auto musste sie haben. Mein Vater fuhr früher einen Opel Capitan und das war so sehr stolz der Familie. Und es gab dann schon ein paar Tränen, als er noch nicht mehr da war. Und mein Vater hat natürlich die Liebe zu alten Sachen. Ich denke, er hat mir das mitgegeben. Warum Stephen King sich für diesen Wagen entschieden hat, ist sofort erkennbar. Aggressiv sieht die Front aus, zähnefletschend der Grill, angriffslustig die Scheinwerfer, auch die ungewohnt hohen Flossen wirken gefährlich. Renates Christine ist ein 57er Plymouth Belvedere Sport Coupé Hardtop, so die komplette Bezeichnung. Die Belvedere-Variante ist einfacher ausgestattet als der Fury, den es nie in Rot gab, außer im Film. Einen Plymouth dieser Baureihe in Europa aufzustöbern, ist heute fast unmöglich. Renates Exemplar wurde 1993 aus den Staaten importiert. Heute kümmert sich René um das Wohlbefinden von Christine. Der selbstständige Maschinenschlosser hat schon lange ein Faible für antiquierte Technik. In seiner Firma hat er sich eine Ecke eingerichtet, wo er nach Feierabend an den alten Schätzen schraubt. Und wie bei Renates Liebe zu alten Autos, war auch bei René der Papa schuld. Mein Vater, der kaufte den 66er Thunderbird und den restaurierten wir dann zusammen. Und er hat das Gefühl gehabt, es wäre besser, wie sei bei ihm in der Garage, als irgendwo auf der Gasse am Rumhängen. Ja, und dann ist man in die Szene reingerutscht und kommt eines nach dem anderen. Im Roman Christine von Stephen King verguckt sich der schüchterne Schüler Arnie in einen heruntergekommenen Plymouth Fury. Sie heißt Christine. Arnie richtet den verkommenen Ami-Schlitten wieder her. Doch Christine entpuppt sich als böse und eifersüchtig. Und schreckt sogar vor Mord nicht zurück. Zeig's mir. Eine weitere Gabe von Christine, die sich heute jeder Oldtimer-Fan wünschen würde. Christine repariert sich selber. Doch letztendlich stürzt sie ihren Besitzer Arnie ins Unglück. Zwei Dutzend Plymouth wurden für den Film aufgebaut und fast alle bei den Dreharbeiten zerstört. Renate und Renés Christine hat kein Unglück über die beiden gebracht, ganz im Gegenteil. Als frisch gebackene Plymouth-Besitzerin hat Renate ihren René erst kennen und lieben gelernt. Das ging durch einen Freund. Ich habe ihn kennengelernt und er hat mir dann von René erzählt. Und so bin ich bei René aufgetaucht mit einem Stapel Fotos. Und er war gerade unter einem Wagen, er hat was gemacht. Und er hat dann später gesagt, also gut bin ich schon gelegen, als ich dich sah. Wir haben natürlich den Wagen miteinander restauriert, also wirklich. Wir haben beide geschraubt und ich habe geholfen, wo es ging. Und das haben wir dann schon als Paar gemacht.
Die beiden haben ganze Arbeit geleistet. Heute glänzt ihre Christine mehr denn je. Und der 200 PS starke und 4,5 Liter große V8 gurgelt gern mal 20 Liter auf 100 Kilometer durch. Ganz so einfach wie im Film Christine war die Restauration dagegen nicht. Wir haben natürlich unsere Späße gemacht mit dem Wagen. Also so quasi alles hingelegt und gesagt, so jetzt mach mal, ha? Restaurier dich mal selber. Nach der erfolgreichen Restauration traten dann René und Renate vor den Traualtar. Die in neuer Frische glänzende Christine war natürlich dabei. War das Glück der drei schon fast perfekt, ist es heute vollkommen. Denn seit einem Dreivierteljahr reckt sich Nachwuchs Damien zufrieden auf den roten Polstern und hat einen Riesenspaß bei den Ausfahrten über herrliche Schweizer Landstraßen. Und so hat diese Christine, ganz im Gegensatz zur Romanfigur, ihren Besitzern wirklich nur Glück gebracht.